Die Stadt Prašov liegt sehr günstig, um einige interessante Ausflüge in die südlichen Karpaten zu unternehmen. Die rumänischen Karpaten überzieht das größte noch bestehende geschlossene Waldgebiet Europas. Mehr als ein Drittel aller in Europa noch wild lebenden Großraubtiere, Braunbären, Wölfe und Luchse, ist hier beheimatet. Menschen, die sich hier angesiedelt haben, leben für unsere Verhältnisse sehr bescheiden, gar ärmlich. Oft gehen nicht einmal Straßen zu den abgelegenen Dörfern. Die grandiose Landschaft ist dabei kein wirklicher Trost. Von Prašov ist man nach etwa 45 Kilometer im Nationalpark Königstein. Dieser wurde 1938 zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Bäche, die hier fließen, haben Trinkwasserqualität. Aufgrund der Topographie finden hier Mountainbike-Fahrer und Bergwanderer ideale Voraussetzungen für ihr Hobby. Tatsächlich bietet die Landschaft immer wieder sehr reizvolle Motive. In Rumänien lebt die größte Population von Braunbären außerhalb Russlands. In den Waldgebieten der Karpaten waren es 1988 etwa 7000 Tiere. Im Jahr 1997 gründete die ehemalige Journalistin Christina Lapis zusammen mit ihrem Ehemann eine der ersten Tierschutzorganisationen Rumäniens. Ein Jahr später begab sich Lapis auf die Suche nach den Bären und fand drei von ihnen. Lydia, Christi und Viorel bei einem Restaurant nahe Prašov sowie einen weiteren, Maja, in der Nähe von Schloss Bran. Alle vier Bären waren in Käfigen mit Betonboden untergebracht und chronisch unterernährt, wobei Maja im schlechtesten Zustand war. Sie war so schwach, dass sie kaum ihren Kopf heben konnte, als Lapis sie fand. Zähne und Klauen waren ihr entfernt worden, damit sie als Touristenattraktion keine Gefahr darstellte. Seit einiger Zeit hatte sich jedoch niemand um die Bären mehr gekümmert. In den folgenden Jahren fuhren Lapis und ihr Mann, unterstützt von Freunden, täglich zu den vier Bären, um sie zu füttern und Zeit mit ihnen zu verbringen. Nachdem sich ihr Zustand gebessert hatte, entwickelte Maja im Jahr 2001 neue Zeichen von Depression und starb am 11. März 2002. Auch Viorel starb. Hier ein weiteres dokumentiertes Schicksal von einem Braunbären
namens Gosho. Das ist Gosho, einer der letzten Tanzbären in Europa. Und das ist das Haus, das Gosho seinem Besitzer ertanzt hat. Der kleine Bärenführer Angel Velichkov Angelov und sein stattlicher Tanzbär Gosho sind seit mittlerweile 6 Jahren ein untrennbares Gespann. Das ungleiche Duo ist im ganzen Dorf bekannt. Verbunden durch Eisenketten, auf Abstand gehalten durch eine Führungsstange, gefesselt durch einen Nasenring. So tanzt Gosho zur schrägen Musik von Angels Akkordeon und macht Kunststückchen für die Zuschauer. Doch der vermeintliche Teddy-Tanz, der für das Publikum so niedlich tapsig wirkt, bedeutet für den Bären Angst und dauerhaften Stress. Ein kleiner Ruck an den Eisenketten, ein wenig Druck mit der Führungsstange und Gosho spürt heftigsten Schmerz in seiner empfindlichen Bärennase. Daher folgt er lieber den Ketten und dreht sich im Kreis. Mit einem einzigen Prankenhieb könnte der 300-Kilo-Bär das kleine Männchen durch die Luft wirbeln. Doch der Nasenring macht das Tier zum Sklaven. So gewinnt auch der kleine Angel die Macht über den riesigen Gosho. Nach der Vorstellung gibt's zur Belohnung einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Für Gosho, für Angel und seine Freunde. Der billige, hochprozentige Fusel vertreibt ihnen die düsteren Gedanken über mangelnde Einkünfte, das Leben an der Kette, die Tierquälerei. Der Tod von Maya war letztlich die Motivation für die Tierschützerin, das Bärenzentrum aufzubauen. Das Bärenreservat Zernescht ist mit einer Fläche von 69 Hektar das größte Bärenschutzzentrum Europas. Hier finden täglich, nur am Vormittag, Führungen statt. Heute leben etwa 100 Braunbären auf dem Gelände, alle mit einer schrecklichen Vergangenheit. Die Tiere leben zwar auch in Gefangenschaft und auch hinter Gittern, doch es gibt gravierende Unterschiede zu ihrem Leben davor. Sie haben viel Platz und haben auch soziale Kontakte untereinander. Sie werden artgerecht gefüttert und können sich teilweise von den Früchten der Bäume und Sträucher selbst ernähren. Sie können nach Lust und Laune baden, was Braunbären sehr gerne tun. Sie dürfen tanzen, ohne Musik und miteinander. Und sie brauchen keine Angst mehr zu haben vor bösen Menschen, die sie quälen und missbrauchen. Traurig und schön zugleich, dass es so etwas gibt. Zwischen der Bärenauffangstation und Braschow liegt der Ort Raschnow, zu Deutsch Rosenau. Erwähnenswert ist die Bauernburg, welche zahlreiche Häuser, Stallungen und eine kleine Kirche beherbergte. Sie wurde im 14. Jahrhundert über dem Ort auf einem Kalkfelsen erbaut. Der nahegelegene Dino-Park führt allerdings dazu,
dass viele Familien den Besuch der Festung damit verbinden und es dort selbst unter der Woche oft sehr touristisch zugeht. Wesentlich entspannter ist da die Auffahrt mit der Standseilbahn, direkt ab der Ortsmitte von Raschnow. Oben angekommen, geht der Rummel los. Die vielen Souvenirstände in den Ruinen tragen zudem nicht unbedingt zu einer Entspannung der Situation bei. Zwar hat man vom höchsten Punkt ein 360-Grad-Rundumblick auf die geniale Landschaft, aber aufgrund des Gedränge kann man auch darauf verzichten. Unser Fazit: von ferne ganz nett, rein braucht man nicht unbedingt.